Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, wie lange halten wir eigentlich Trades und warum nehmen wir eigentlich frühzeitig Gewinne mit? Ihr wisst ja, wenn wir Optionen verkaufen, dann haben wir bestimmte Vorgaben, was wir von den Laufzeiten machen. Bei Aktien also beispielsweise sagen wir, wir wollen so roundabout 45 Tage etwa haben. Je höher die Volatilität, umso mehr oder umso eine längere Laufzeit kann man dann auch mal wählen. Und wir sagen ja auch, okay, wir nehmen unsere Gewinne vorzeitig mit. Also dass wir eben nicht sagen, wir warten bis zum Verfall der Optionen, sondern wir warten eben bis ein bestimmtes Ziel erreicht ist. Also beispielsweise bei den Aktien etwa 50% und dann sagen wir, okay, dann nehmen wir unsere Gewinne mit. Warum machen wir das? Der Grund ist natürlich der, dass man sagt, okay, wenn ich nur die Hälfte des Gewinnes habe, dann ist das natürlich erstmal ein Nachteil gegenüber dem Punkt, wenn ich die Option wertlos verfallen lassen würde. Auf der anderen Seite, wir haben zuletzt über diesen sogenannten POT gesprochen, die Probability of Touch, und je länger ich im Trade bin, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Strike, wo ich die Option verkauft habe, mal noch angelaufen wird, und das heißt, ich müsste wieder adjustieren, ich müsste die Option vielleicht wegrollen und es könnte sich sogar noch aus einem Gewinner ein Verlierer entwickeln. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert es denn eigentlich im Schnitt, wenn man eine bestimmte Option verkauft über eine bestimmte Laufzeit, bis die dann zurückgekauft wird. Und es gibt ja immer so ein bisschen auch von mir die Aussage, dass man sagt, naja, so ungefähr 3 Wochen, wenn wir so 45 Tage Optionen verkaufen, ungefähr 3 Wochen dauert das. Und ich habe jetzt bei den Kollegen von Tasty Trade eine interessante Statistik gefunden. Die haben nämlich eine Untersuchung gemacht zu genau diesem Thema. Nämlich, die haben gesagt, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir längere Laufzeiten nehmen? Also wenn wir nicht nur diese 45 Tage nehmen, sondern das Hochgehen bis auf, sagen wir mal, 180 Tage etwa verteilt. Ne? Was würde denn da passieren? Und die haben Folgendes gemacht, und zwar haben die das anhand des Spider untersucht. Was war jetzt gleich nochmal der Spider? Ich zeige euch mal ein Bild. Das ist also hier der ETF auf den S&P 500. Super liquide zu handeln. Handeln wir es persönlich in den kleineren Konten auch sehr, sehr gern, weil die Optionen sehr, sehr eng gepreist sind, sehr liquide. Du kannst wirklich sehr, sehr viele Optionen auch unterbringen. Also ein sehr, sehr schönes Produkt. Und Tasty Trade hat jetzt Folgendes gemacht. Und zwar haben die gesagt, wir verkaufen Short Strangles, das heißt also einen Put auf der Unterseite, einen Call auf der Oberseite, und zwar nach den ganz klassischen Regeln, nämlich dass man sagt, an der ersten Standardabweichung. Erste Standardabweichung, das ist ja so ungefähr, naja, Delta zwischen 15 und 16 etwa. Okay, gut. Das haben die gemacht, und jetzt haben die Folgendes gemacht. Und zwar, die haben verschiedene Laufzeiten genommen. Und jetzt muss ich selber mal meinen Blick ganz kurz nach oben richten. Da habe ich es nämlich stehen. 45 Tage, 75 Tage, 105 Tage, 135 und 180 Tage. Ne? Also ganz viele verschiedene Laufzeiten mit folgender Vorgabe. Die Laufzeit steht fest. Short Strangle auf den S&P 500, also auf den Spider, jeweils an der ersten Standardabweichung, Call und Put, und dann die Gewinne bei 50% zurückkaufen. Wir wissen ja, dass die sehr langlaufenden Optionen, also die 180 Tage zum Beispiel, ja sehr wenig Zeitwertverfall haben. Ne? Weil Zeitwertverlust ist dann noch sehr gering. Bei den 45 Tagen setzt das Ganze ja schon ein bisschen schneller ein. Und es wäre ja die Überlegung, wie lange dauert es denn da im Schnitt bei diesen langlaufenden Optionen, bis wir unsere Optionen hier zurückgekauft bekommen. Das Ganze ist gemacht worden, ich glaube, die Studie geht von 2005 bis heute, also dann doch 12 Jahre, sodass man also auch Finanzkrise dabei hat. Und es ging jetzt mal gar nicht darum, was kommt da am Ende raus, also macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, sondern wirklich mal nur uns auf die Laufzeiten zu konzentrieren. Und ich zeige euch hier mal das Ergebnis, ich blende euch das mal ein. Und da seht ihr, ihr habt also auf der linken Seite immer die Days to Expiration, also wie lang war die Restlaufzeit. Und auf der rechten Seite 50% Winners Duration soll heißen, wann kann ich denn meine 50% Gewinner mitnehmen, nach wie vielen Tagen. Und da seht ihr eben hier, wenn ihr das ganz grob überschlagt, dass wir in etwa immer bei etwa 50% liegen. Ne? Also egal, ob wir jetzt 45 Tage verkaufen und haben halt 22 Tage Restlauf oder durchschnittliche Haltedauer, bis wir 50% Gewinner erzielen.
oder ob wir 105 Tage verkaufen und haben 51 Tage oder aber ob wir 180 verkaufen und haben 88 Tage. Da ist es sogar noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Und das Interessante daran ist, dass man also hier erkennt, dass es natürlich sehr, sehr lang dauert, bis man die Optionen, bis die wertlos verfallen würden. Dass man aber diese 50% Gewinn, dass man die relativ schnell im Verhältnis zur Laufzeit einsacken kann. Und jetzt können wir das Ganze sogar noch ein bisschen besser machen. Natürlich soll es nicht heißen, dass die von Tasty Trade das falsch machen. Nein, aber dass wir mal überlegen, wann lohnt es sich denn besonders langlaufende Optionen zu verkaufen? Und da müssen wir jetzt hier gar nicht über Strangles reden. Aber wenn wir mal überlegen, wie profitieren wir überhaupt beim Verkauf von Optionen? Und da gibt es drei Punkte. Der erste, der ist bei allen gleich, das ist der Zeitwertverfall. Den können wir auch nicht sehr, sehr stark beeinflussen. Der zweite ist, dass wir sagen, okay, das Underlying muss sich in die richtige Richtung bewegen. Ne? Das heißt, wir gehen mit dem Trend. Und das dritte ist, und das ist ein entscheidender Punkt, ist die Volatilität. Und wir wissen ja, wenn wir eine sehr, sehr hohe Volatilität haben, was passiert dann? Die fällt in der Regel wieder zurück. Und deswegen macht es eben durchaus Sinn zu sagen, wenn wir manchmal Situationen haben, wo wir eine extrem hohe Volatilität haben. Wir haben das kürzlich gemacht bei unserem Coaching. Da hatten wir im November vor den Wahlen 2016 ja einen Anstieg in der impliziten Volatilität. Der VXX, die Volatilitätsoptionen, sind enorm angestiegen. Und dann haben wir Optionen verkauft mit einer Restlaufzeit von 350 Tagen. Heute, das sind jetzt gerade mal, wie lange ist das jetzt her? 2 Monate. Sind diese Optionen 90% im Wert verfallen. Und warum? Nicht etwa, weil der VXX so stark gefallen wäre oder weil der Zeitwertverlust so stark wäre. Nein, weil die Volatilität so stark runtergegangen ist. Und das heißt also, wenn ihr in normalen Umständen, wenn man das jetzt zu einer Frau sagen würde, ne? Also wenn ihr aber in normalen Gegebenheiten Optionen verkauft, könnt ihr damit rechnen, Aktienoptionen, dass ihr ungefähr nach 50% der Restlaufzeit eure Gewinne mitnehmen könnt. Das sind persönlich übrigens auch meine Erfahrungen bei Future-Optionen, obwohl wir da ja nur auf 20% Restwert gehen. Das hängt auch mit der Besonderheit von Future-Optionen zusammen. Also auch da kann man sagen, ungefähr die Hälfte der ursprünglichen Laufzeit. Und wenn ihr jetzt eine sehr, sehr hohe Volatilität habt und verkauft mal sehr langlaufende Optionen, dann seid ihr auch spätestens nach der Hälfte raus, meistens aber sogar noch viel, viel früher. Also da können wir sicherlich davon ausgehen, dass wir nach 30% oder so der Zeit allerspätestens an unserem Gewinnpunkt sind. Und das ist natürlich eine interessante Situation, dass man dann sagt, okay, hohe Volatilität, du gehst sehr, sehr weit in die Laufzeit, du kommst sehr weit weg vom Preis, bekommst dennoch eine hohe Prämie und nimmst dann entsprechend das Geld, deine Gewinne bei Zeiten mit. Okay. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr solche statistischen Dinge wissen wollt, wenn ihr die erfahren wollt, dann schreibt mir das Ganze hier in die Kommentare rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg an den Märkten, Servus, macht's gut, bye bye.